Enter Berlin, on the beat. Mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Und wir sind hier auf der Party Arty Volume 40. Eine Partyreihe, die ich selber seit 10 Jahren mache. Also wir sind bei mir selber zu Gast. Party Arty, was ist das? A Night of Vibes from Different Tribes. Heißt, wir haben alle Künste, die bildenden Künste, die Musik und das gesprochene bzw. geschriebene Wort. Alle Stile sind dabei. Ja, die ersten Leute sind ja sogar schon hier, ist ja genial. Thomas Draschers redigiert nochmal seinen Text, er ist sehr streng. Jedes Mal, wenn er ihn vorliest, gibt es weniger Text, bis nichts mehr übrig bleibt. Auch das ist Konzept, denn er ist eigentlich bildender Künstler, Filmemacher und Autor. Matthias Beckmann zeigt gleich, ein großartiger Zeichner, von fast autistischer Qualität seine Zeichnung, mit einer unglaublichen Akkuratesse, hält er Situationen und... Tradition der Idiot Savant. Würde ich nicht sagen, aber vielleicht, das sehen wir gleich. Und er liest dann dazu aus dem Atlas der Anatomie vor, so sieht es aus. Ich gucke durch den Frame, ich stehe vor der Installation von keinem anderen als Sebastian und Julio, der Szene bekannt als 44 Flavors. Hallo Jungs. Hallo. Hi, was geht? Ja, einiges. Ihr seid vor 2 Stunden fertig geworden, 3 Tage lang habt ihr geschraubt. 2 Wochen, es war richtig krass. Gehammert. Schweiß floss, wir haben ganz viel Material gesammelt über Monate. Ihr seid ja Illustratoren, Zeichner, Urban Artists und macht dann aber diese aus Fundstücken zusammengeschraubt. Also ihr nehmt irgendeinen Müll, den ihr findet. Hier ist es vor allem Holz, alte Fenster etc. Sachen, die sonst einfach in der Straße irgendwie den Weg auf die Müllhalde finden würden. Und veredelt den, spitzenveredelt den mit ein bisschen Lack und Schrauben zu einer Installation. Und die Stücke haben alle noch irgendwie noch eine eigene Geschichte, aber wir haben dann auch wieder Latten aus dem Baumarkt oder die halt irgendwie nicht mehr gebraucht werden, die wir weiterverarbeiten, die dann zurechtgesägt werden. Aber auch viele Stücke, die irgendwie eine Geschichte erzählen oder schon mal was anderes erlebt haben. Da in Rot sehen wir Daniel Chlubber. Kann ich mal kurz vorstellen, Daniel Chlubber. Ein wilder Künstler, einer der wirklich wilden Konzeptualisten der jüngeren Generation. Und er wird sich gleich nackig machen, bis auf seine heiße Badehose. Und dann in seinen Jacuzzi-Pool steigen. 42 Grad Wassertemperatur sind garantiert. Auch ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier reinzustehen. Das ist eine Wellness-Skulptur mit 3S wohlgemerkt. Mario Mentrup spielt Gitarre und singt uns ein Lied. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem frenetischen Applaus Thomas Draschan aus Wien! Frankie's Fun Club. Ich bekam $6.50 die Stunde. Meine Aufgabe als Salad Boy war es, Speis- und Serviergarten zu machen. Meine Damen und Herren, may I introduce to you Daniel Chlubber and his Pool Boy. Denn wir haben ja draußen abgecycelt 2 Dixie-Toiletten als Jacuzzi-Pool. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, da reinzugehen. Ist es so, Daniel? Ja, es gibt noch ein paar Bademäntel, noch ein paar trockene Handtücher und noch sehr viel Platz im Dixie-Cruzi. Oha, kein... Habt ihr überhaupt noch einen Platz da drin? Na klar! Und für Daniel Chlubber. Ich gehe nicht ohne Daniel Chlubber da rein. So, Champagner kommt. Endlich. Ja, ich bin noch nicht so geübt. Ich würde viel, viel lieber drin sitzen, aber es ist ein harter Job und ich muss auch irgendwie mein Geld verdienen. Es gibt noch schlechtere Jobs. Du hast eine Galerie gebaut mit dem Dixie-Klo? Das ist jetzt die Galerie. Das ist die Galerie. Ja, das ist die Galerie, ein Dixie-Klo. Das war On The Beat bei Party Arty Volume 40. Wunderbare Party, ja, die große Musik, tolle Wortbeiträge. Das Thema Upcycling, also irgendwas aus Schrott zu machen und Spitzen zu veredeln, ist vollkommen aufgegangen. Wir chillen hier noch so ein bisschen in der Jacuzzi rum. Da kommt ein neuer, wir müssen rutschen. Wir müssen rutschen, ja. Es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter bis in den frühen Morgen. So feiert man den Kreuzberg, wenn man die Künste feiert. Grüß dich.